Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Ja, und sie sieht noch viel mehr. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Marianne! Wake up, please! Marianne! I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. So, willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Cut. Mit wem redet Marianne da in der Gegenwart? There's someone there. Dieser Thomas ist es ja nicht. Und das, was wir jetzt gerade erleben, scheint, oder was heißt scheint, liegt in der Vergangenheit. Hier hat sich nichts verändert. Und wisst ihr, an was mich das jetzt gerade erinnert? An so einer Ghostbox. Wie bei Phasmophobia. Oder halt, wie es halt im echten Leben ist. Bei zum Beispiel der Serie Geisterakten, die ich schon in der ersten Folge empfohlen habe, dass ihr euch die mal angucken solltet. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find! Richard! Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? Wer sagt, dass es Sadness ist? Room. Ein Weg in die Tagesstätte. Ja, es hat gerade so fungiert wie eine Ghostbox. Durch verschiedene Sequenzen und dann Signale. Und ich glaube, das war jetzt gar nicht Sadness. Are you trying to show me the way? Tagesstätte hatten wir der Karte gesehen.
Oder ist das die 1? Nee. Die 7, Dayroom, hier oben. Irgendwie, weiß nicht, wie ich die Taschenlampe ausmachen kann. Bin schon gespannt, wirklich, wie es weitergeht. Da hatten wir uns auch schon alles angeguckt. Aber es könnte ja sein, dass sich etwas verändert hat. Ich denke mal, wir müssen jetzt da hinten lang. Weil wir ja eigentlich jetzt gegenüber vom Eingang lang müssen. Wir müssen durch diese Tür. Das haben wir uns ja auch schon angeguckt. Da hat die Marianne die alten Stimmen, die Stimmen der Verstorbenen vom Massaker gehört, das es hier damals gab. Hier haben wir das Schild, Lagerstätte. Ach, ich hab mich in dieses Spiel schon verliebt. Das hat keine 3 Stunden gedauert. Ein Brief. Notizen des besorgten Mannes. Fieberträume. Ich sehe ihn ständig in meinen Träumen. Den anderen Ort. Staub und Tod, soweit das Auge reicht. Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft. Der Staub brennt mir in der Lunge. Flehe, dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann, aber das muss er wohl sagen, nicht wahr? Dem besorgten Mann Thomas gemeint. Der Besitzer des Hotels. Und irgendwie hat Marianne diese Info nicht erhalten, obwohl wir am alten Oldtimer waren. Und da stand es in der Postkarte. Familienzeit. Ich habe nichts. Ja, verschlossen. Also müssen wir doch dahin, wo wir zum ersten Mal nicht durch konnten. Mal ein bisschen schneller gehen. Immer noch verschlossen. Hätte ja jetzt oft sein können. Und da flackert's immer. Da lag beim letzten Mal eine Taschenlampe und dann war sie plötzlich weg. Ich hoffe, bei der letzten Aufnahme war der Ingame-Sound nicht zu leise.
Jetzt geht's da plötzlich auf. Ist da jemand? Hallo? First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least sadness was still with me, in a way. Die Sadness, die auch nur noch einen Arm hat. Und sie starb ja beiden Armen und jetzt, also sie muss ja irgendwie in dieser anderen Dimension ihren Arm verloren haben. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist scheinbar der Pool. Gewesen früher. Is that? Oh God, it's everywhere. How many people died here? Das ist schon älter. Wahrscheinlich noch vom Massaker. Und so Massaker bedeutet ja auch immer sehr viele Tote. Und dann auch Seelen, Geister, die nicht zur Ruhe kommen. Wahrscheinlich, wie man es auch aus Metro zum Beispiel kennt, immer in einer Zeitschleife nochmal erleben. Aber ein großer Pool. Da ist was. Da wart ja irgendwas am Fenster oder so. Hier scheint wieder in der Nähe ein Echo zu sein. Ich glaube, das kommt von der... Moment. Da. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that. Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. Für die Nachwelt. Für Leute wie Marianne.
Moment. Hier links können wir auch hoch. Da es versperrt ist, glaube ich, da ist was. Nee. Komisch, an manchen Stellen habe ich so ein bisschen Frame-Drops. Hier haben wir wieder ein Echo. The nurse, she did it. She killed them all. It was like something possessed her. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. The nurse. But how? Why? Die Krankenschwester. Die Ursula, die sich in ihren Geliebten, Patienten verliebt hatte. RT. Ich weiß, hieß der Richard? Weiß es gar nicht mehr. Das war ja der Hausmeister. Ja, Thomas Vrekovic. Das war der Schiffe. Und jetzt RT. Ist damit der hier gemeint? Ist der nicht Traurakowski oder sowas? Wusste hier auch noch. Da habe ich was über... Nochmal Blut. Nee, konnte ich nicht anwählen. Das Echo, also die beiden Echos vorhin... handelten... vom Massaker, Krankenschwester. Wenn Richard wird vielleicht mehr wissen. Und sie meinten, sie wäre besessen gewesen. Sie war aber auch voller Trauer. Und konnte ich in den Wagen jetzt schieben. Hier ist schon wieder ein Echo. Wahrscheinlich hier bei den Klamotten. Blutverschmierten. Cover your nose. Try not to look at them. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ah. Definitely didn't need to feel that. Wie hier sonst noch was? Was ich bisher auch gut fand jetzt beim Spiel, ich hab's ja
im Intro in der ersten Folge. Ja, direkt habe ich ja gesagt, ich erwarte so eine fesselnde Story wie bei Quantum Break oder Alan Wake. Das Spiel kommt hier ohne Schusswechsel aus. Es ist einfach nur, ja, schleichen und weglaufen. Also kann natürlich sein, dass das noch kommt, aber bisher noch nicht. Weitere Postkarte vom Hausmeister. Der irgendwie nie Karten abgeschickt hat. Meine Liebste, ich wünschte, es wäre soweit. Der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Ha! Das scheint so einfach, nur in den Postkasten werfen. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, ich verspreche es. Ich verspreche es. Liebe dich vom ganzen Herzen, F. Hier im Becken ist nix. Da geht's nicht weiter. Ah. Jetzt habe ich mich wegen den Weißen da hinten erschreckt. Weiterer Brief von Thomas. Der gute alte Frank. Frank wird der Hausmeister sein. Francis, was soll ich nur mit dir machen? Als Liva dich gemacht hat, hast du mich angefleht, dich zu behalten. Du sagtest, du bräuchtest etwas Zeit, um dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, was nur nützlich sein könntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur als Vorwand benutzt hast. Genau wie diese verdammten Briefe, die du schreibst. Ich weiß, dass du nie auch nur einen davon abgeschickt hast. Der Familie geht es gut, Mr. Rikovic. Ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause, spätestens im Sommer. Wie willst du was vormachen, Frank? Verdammt, solange du hier bist, kann ich dich wenigstens im Auge behalten. Darauf schauen, dass du dich nicht besäufst und in einer Schneewehe bewusstlos wirst. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Der gute alte Frank. Zu viel Angst, um zu leben, zu stur, um zu sterben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich jede Hilfe gebrauchen kann. Langsamer vorne gehen. Jetzt geht's zum Treppenhaus. Hey Marianne, you look like shit. Warte mal ein bisschen. Vielleicht erscheint ja was. Ich warte. Egal. Solche Geschichten gibt es natürlich auch immer wieder. Gut, hier komme ich. Will ich wieder in den Pool kommen? Are those bolt cutters? Might be useful.
If only I could reach him. Damit könnte ich die Tür zur Tagesstätte aufmachen. Jetzt war was. Sadness. Whoa. Sadness? How did you... shit. Folge der Geisterspur. Drücke und halte Steuerung, um Einblick zu aktivieren. Well, that's my 7 years bad luck. Jetzt sieht man was im Hintergrund. Habt ihr das gesehen? Da ist jemand gewandelt. Und dafür müssten wir erstmal zum Bolzenschneider kommen. Ah, Moment. Hier. Da wird's wieder runtergehen. Hey, wait up! Come on, Slowpoke. I've got an idea. We're gonna show that weirdo. What are you gonna do? There were some kids here. Normal, bei so einem Pool. Ach, der Sprung geht nach unten. Hallo? Anyone? Jetzt sind wir hier. War vorhin noch nicht da. Da, dieser Stoffhund. Ready or not, here I come. That voice. Die Sadness hat hier mit den Kindern gespielt. Ich starb hier am Flusssteg. Wurde erschossen. Hat sie irgendwas gesehen, was sie nicht sehen durfte? Oh, hier. Dann haben wir übersehen. Ein Teddybär. Don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Come on, hurry. Jetzt geht die Spur da weiter. Also hier beim Pool, in diesem Areal, da droppen die Frames, aber da... The nurse, she did it. She killed them all. Is that really what it is? Das hatten wir ja schon. Ein kleiner Spielpanzer.
It's dark in here. This isn't funny. I really don't think we should. Shut the heck up, Bernard. Guys! Oh, kids can be such assholes sometimes. Sadness und Bernard haben sich bei jemandem versteckt und haben die anderen verloren. What is it? You want to show me something? Irgendwas ist hier drin. What the hell? It locked back at me. Snowdrop, huh? Why does that sound familiar? Gegenstände. Taschenlampe. Weiße Katzenfigur. Und? Oh. Ein Bild. Verrissenes Bild. Spiegelbild von der Katze. Da ist die Katze schwarz. In der Beschreibung. Hella Medium Videos. Findet ihr einen Link zum Medium Wiki. Da könnt ihr alles nochmal richtig nachlesen. Was hat's mit der Katzenfigur auf sich? Und das die Katzenfigur sein? Wir sollen mit ihr jetzt vor den Spiegel? As I got closer to the mirror, I felt a slight tug in my pocket. I could tell there was more to that figurine than just carved wood. Ja, dann stellen wir uns jetzt mal mit der Katzenfigur in den Spiegel.